Roter Pulli bringt Geschenke. Nein, bei den Augsburger Grundschulen ist nicht verfrüht der Weihnachtsmann eingetroffen. Unsere FCA-Profis haben sich wieder auf den Weg gemacht und die neuen ABC-Schützen besucht. Ja, ich muss sagen, ich finde es immer schön, diese Aktion, die jedes Jahr wieder stattfindet, dass wir in die Schule vorbeigehen, um die Kinder zu begrüßen, mal ein bisschen mit den FCA in Verbindung zu bringen, kennenzulernen. Und es macht mir eigentlich einen Riesenspaß immer, hier in die Schule so zu kommen. Die Kinder sind meistens ein bisschen aufgeregt und ja, ist eigentlich immer so ganz nett. Und es hat mir heute eigentlich auch wieder sehr gut gefallen und ja, war eine ganz tolle Aktion, muss ich sagen. In der Blériot-Grundschule wurde Paul Verhaag schon fieberhaft erwartet und in der Schulturnhalle lautstark begrüßt. In den einzelnen Klassen durften die Schulanfänger dann alles fragen, was sie schon immer von einem Fußballprofi wissen wollten. Auch wenn bei dem einen oder anderen dann doch die Aufregung ein wenig zu groß war. Was vergessen, da fangen wir doch da an. Für die Kinder ist es natürlich das Event überhaupt. Die freuen sich auch immer total, wenn die kommen. Und jetzt hat es ja schon eine kleine Tradition. Es ist jetzt schon das vierte Jahr in Folge, dass die Spieler kommen. Und die fragen schon immer die Älteren am Schuljahresanfang, kommen dieses Jahr wieder FCA-Spieler? Also für die ist das einfach das totale Event. Ja, und für einen persönlich als Fan, wo man ins Stadion geht, freut man sich natürlich auch, die einfach mal so persönlich kennenzulernen. Schon bald waren die Berührungsängste dann aber überwunden. Und spätestens als unser FCA-Kapitän dann seine Autogrammkarten verteilt und jedem Kind einen eigenen FCA-Turnbeutel inklusive Kids-Club-Magazin geschenkt hat, schlagen mit Sicherheit ein paar mehr kleine Herzen rot-grün-weiß. Ich muss sagen, die meisten Kinder waren schon begeistert, haben auch viele Fragen gestellt über das Fußball und viele kennen ja den FCA auch in dem Sinn. Es macht einfach auf jeden Fall einen Riesenspaß und ja, hoffentlich werden wir die in der Zukunft auch im Stadion sehen. Also ich denke auf jeden Fall schon. Das ist allein schon diese Freude, wenn sie dann im Stadion hingehen und dann die sehen, die freuen sich dann so. Zu mir haben dann auch immer Schüler gesagt, wenn sie im Stadion waren, ich habe jetzt den und den gesehen und der hat mir auch gewunken. Also die beziehen das dann einfach schon auch sehr in ihre Lebenswelt und sehen ihn dann als Freunde. Also das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied für die. Da fragen wir doch mal genauer nach. Wie hat den Kids der Besuch gefallen? Es sind sich also alle einig. Auch beim vierten Mal war die Aktion unter dem Motto FCA on Tour wieder ein voller Erfolg.